Herzlich willkommen beim Stoiker-Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Heute in Folge 8 befassen wir uns mit dem nächsten Pfeiler der stoischen Philosophie, der Logik und der dazugehörigen Tugend der Weisheit. Ja, herzlich willkommen zum Stoiker-Podcast Folge 8. Heute betrachten wir das Thema Logik und Weisheit. Vielleicht nochmal, dass wir das Ganze im Gesamtkontext einordnen. Wir schauen jetzt zunächst mal oder haben auch schon die Tugenden angeguckt, die einzelnen. Wir haben schon Mut und Selbstbeherrschung angeschaut, wir haben schon Gerechtigkeit angeschaut. Und heute betrachten wir das Thema Logik und Weisheit. Nochmal kurz zur Wiederholung. Was war ein mutiger und selbstbeherrschter Mensch? Ja, es ist ein Mensch, der im Einklang mit der Natur lebt, der akzeptiert, was er nicht ändern kann und das im Idealfall nicht nur akzeptiert, sondern sogar liebt oder willkommen heißt. Das war dieser Amor Fati-Gedanke. Und haben damals auch betrachtet, dass das sich aus dem Weltbild der Stoiker einfach ableitet, die einen harmonischen Kosmos sich vorgestellt haben, einen Sinn hinter allem und eine Vorbestimmung. Ja, und was hat dann einen gerechten Menschen ausgemacht? Ein gerechter Mensch, der weiß, dass er zwei Merkmale aufweist, die er leben muss, wenn er ein gutes Leben führen will. Das ist einmal, dass er einen Verstand hat und einmal, dass er ein soziales Wesen ist. Das war dieses Ergon-Argument. Der gerechte Mensch ist sich selber gegenüber gerecht, indem er weiß, dass nur seine Motive entscheidend sind, nicht das, was bei der Handlung rauskommt. Und er ist auch allen anderen gegenüber gerecht, weil er weiß, dass alle Teil eines großen Ganzen sind und die anderen Menschen demnach seine Brüder und Schwestern. Ja, und heute schauen wir uns einfach mal an, was ist denn eigentlich ein weiser Mensch in dem Zusammenhang dann? Ja, also wenn ich an Weisheit denke, da fällt mir automatisch irgendwie dieser Spruch dann ein, work smart, not hard, der gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Da habe ich neulich in dem Zusammenhang eine Geschichte gehört, dass ein Professor an der Uni wollte, dass eine Dozentin seine Vorlesung aufzeichnet und die Dozentin war so eine Overachieverin, die alles immer perfekt und gut machen will und die hat dann gleich die Planungen in Gang gesetzt, wie viele Kameras sie braucht und Audio-Equipment und so weiter und hat dann aber irgendwann doch sicherheitshalber nochmal nachgefragt bei dem Professor, wieso sie das eigentlich aufzeichnen soll. Und die Antwort von dem Professor war dann, ein Student ist krank und der will das aber trotzdem mitbekommen. Und nachdem sie dann erfahren hat, dass es eigentlich ja viel weniger aufwendig sein müsste, als sie gedacht hat, dann hat es einfach ein Student in der ersten Reihe mit seinem Handy mitgefilmt und die Sache war erledigt. Und das ist so ein klassisches Beispiel. Lieber vorher einmal mehr nachdenken, anstatt da völlig übers Ziel hinauszuschießen. Also so diese Art von Lebensklugheit, wie es auch immer wieder dann in dem Zusammenhang genannt wird, ist das schon Weisheit im Sinne der Stoiker oder steckt da noch mehr dahinter? Da wird man dann im Laufe der Folge noch darauf zu sprechen kommen. Und was müssen wir üben, um ein weiser Mensch zu werden? Da habe ich so ein schönes Zitat von Epiktet zur Hand, das bei dem da steht. Und zwar hat da ein Jüngling geprahlt im Theater, dass er ein weiser Mensch ist, weil er viel mit weisen Menschen spricht. Und Epiktet erwidert dann darauf, ja, ich spreche auch viel mit reichen Menschen und bin trotzdem nicht reich. Also das ist so das, was da dahinter steckt. Es gibt von Marcus Aurelius auch dann ein Zitat, was in eine ähnliche Richtung geht. Diskutiere nicht drüber, was ein guter Mensch sein sollte, sondern sei einer. Also dieser Praxisaspekt, der taucht da wieder bei den Stoikern auf, auch im Zusammenhang mit Weisheit. Und überhaupt in der Antike war ja dieser praktische Aspekt bei den, nicht nur bei den Stoikern, sondern in sämtlichen Philosophien ganz essentiell. Zum Beispiel hat Platon zu den sieben Weisen der Antike Myson gezählt, von dem man eigentlich nicht viel weiß. Er war Bauer und hat wohl über eine gewisse oder sehr große Lebenserfahrung verfügt. Und damit wird auch nochmal klar, dass Weisheit im Sinne der antiken Philosophen jetzt nichts mit Bücherwissen zu tun hat oder irgendwelchen akademischen Graden, sondern eben diese Lebensklugheit. Ist immer ein Begriff, den ich da eigentlich ganz gut finde. Ja, aber gut, was heißt jetzt Weisheit eigentlich genau für die Stoiker, Ralf? Ja, spannende Frage, genau. Die Idee ist jetzt, dass wir uns mal angucken, wie spielen eigentlich so diese ganzen Bereiche der Philosophie, also Ethik, Physik und Logik und die dahinterstehenden Tugenden, wie spielen die zusammen? Und da gab es auch in der Antike schon
ein paar ganz nette Metaphern dafür. Es gibt einmal diese Ei-Metapher und einmal eine Garten-Metapher. Es gab noch eine andere, wir bleiben jetzt mal bei den Zweien. Der kurze Hinweis: Bei der Ethik ging es um Gerechtigkeit, bei Physik ging es um Tapferkeit und Selbstbeherrschung und Ermäßigung. Und in der Logik geht es um Weisheit. So, das mal als Hintergrund für die folgenden Metaphern. Und diese Ei-Metapher sagt im Prinzip: Okay, die Schale ist die Logik, also das, worum es heute geht. Das Eiweiß ist die Ethik und das Eigelb ist die Physik. Also ich glaube, die nächste Metapher ist ein bisschen eingängiger vielleicht. Das ist diese Gartenmetapher, wo auch gesagt wird: Okay, der Zaun um diesen Garten herum ist die Logik. Die Früchte, die in diesem Garten hervorgebracht werden, ist die Ethik. Und die Bäume und der Boden sind die Physik. Also klingt, glaube ich, ein bisschen eingängiger, das Beispiel. Also sozusagen, Physik spendet Leben, könnte man sagen. Und diese Logik, diese Weisheit schützt vielleicht in gewisser Weise auch dieses Leben. Aber trotzdem ist halt auch wichtig zu sagen, okay, alle drei Bereiche und alle Tugenden gehören zusammen, um halt zu funktionieren, um was hervorzubringen. Das als Einstimmung für das Thema Weisheit, darum den Kontext zu verstehen. Weil ich glaube, die Frage nachher ist ja auch, die sich auch die antiken Philosophen schon gestellt haben: Sag mal, wie fange ich eigentlich an, das Ganze zu lernen? Ja, das ist eine perfekte Überleitung. Das habe ich mir mal angeschaut, den Lerncurriculum. Vielleicht mal ganz kurz zurückgespult zu dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast, Ralf. Ich meine, du hast ja zwei verschiedene Metaphern genannt und die haben ja unterschiedliche Rollenbilder der Weisheit im Gesamtkanon. Ne? Also das macht halt irgendwie einen Unterschied, ob man jetzt diese Ei-Schale-Metapher nimmt oder ob man jetzt den Gartenzaun und so weiter Metapher nimmt. Und diese Heterogenität in der Bewertung spielt sich, also die Heterogenität in der Bewertung der Rolle der Weisheit spiegelt sich auch wieder im Lerncurriculum wieder, wann wir was eigentlich lernen sollen. Und das ist eigentlich ganz interessant, also da haben wir eigentlich keine Quellen, keine Originalquellen von den Stoikern, sondern nur von Plutarch, der über die Stoiker geschrieben hat. Und wir haben das ja auch schon mehrmals in den Folgen betont. Plutarch, wenn man ihn beschreiben wollen würde, dann zwar nicht als Anti-Stoiker, aber er war sicherlich niemand, den man zum den Stoikern hinzuzählen würde. Ne? Also vielleicht so etwas wie Neuplatoniker, wenn man manchmal Einführungen liest, da so wird er häufig beschrieben. Und der hat eben deutlich gemacht, dass es unterschiedliche Reihenfolgen gab. Also so eine klassische Reihenfolge ist, wenn man jetzt anfängt, Sachen zu lernen im Bereich der Theorie, dann wird von Poseidonius, einem Stoiker, gemeldet, er hätte erst die Logik lehren wollen, dann die Physik und dann die Ethik. Ja, und dann von einem anderen, den wir auch schon mehrmals diskutiert hatten oder zumindest angedeutet haben, dass es den gibt, nämlich Chrysippus, einen sehr bekannten Lehrer der Stoiker, der meinte, nee, so in dieser Reihenfolge können wir den theoretischen Teil nicht lernen. Wir müssen halt alles zusammen lernen. Ne? Und das bezieht sich jetzt eher auf den theoretischen Teil. Und da sieht man, glaube ich, sehr gut das, was vielleicht heute auch noch gilt. Ne? Also wenn man zwei Bildungstheoretiker hat, kriegt man halt drei Meinungen, was man wann irgendwie lernen soll. Und über die Inhalte müssen wir jetzt ja noch gar nicht reden, ne? Was genau gelernt wird, sondern erstmal nur über die Chronologie. Interessanterweise, das fand ich wirklich auch ein interessantes Faktum, nämlich dass wenn wir uns die Praxis anschauen, also ich habe jetzt gerade über die Theorie geredet, wann wir was lernen sollen. Wenn wir auf die Praxis schauen, also wann wir als Stoiker die Theorie üben sollten oder Teile der Theorie einüben sollten, dann scheint die Weisheit vor allen Dingen ein Schlussstein in der Ausbildung zu sein. Das heißt, erst lerne ich etwas zur Gerechtigkeit, dann zur Selbstbeherrschung und dem Mut. Und wenn ich das drauf habe, dann sattel ich in der Praxis noch einen drauf und lerne etwas über die Weisheit. Und das hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, was man unter Weisheit versteht. Das hat nämlich auch etwas mit einer formalen Fähigkeit zu tun zum Selbstmonitoring. Das heißt, man kann natürlich erstmal Weisheit, man kann erstmal Gerechtigkeit und Mut und Selbstbeherrschung lernen. Um das aber in vollem Umfang realisieren zu können, muss ich auch so etwas wie Selbsterkenntnis haben. Und das leitet jetzt schon mal über zu dem Teil, was die Stoiker dann unter Weisheit eigentlich verstanden haben. Ne? Stimmt, also diese Selbsterkenntnis überhaupt in die Lage zu kommen, Selbsterkenntnis zu produzieren in gewisser Weise, erfordert auch ja, vielleicht das, was auch die Stoiker als Prosoche bezeichnet haben, was man heute vielleicht bezeichnen könnte als eine gewisse Form von Achtsamkeit auch.
man kann vielleicht auch sagen, es resultiert dann auch in einer kognitiven Distanzierung, sodass ich mir einfach selbst die Möglichkeit gebe, so mich wie außer mir zu sein oder über mir zu stehen und zu gucken, okay, was passiert eigentlich gerade in meinem System? Also was geht so in mir als Mensch gerade vor? Und da trifft ja alles Mögliche auf einen ein. Es sind Eindrücke von außen, es sind Eindrücke von innen, also was geht in meinem Körper ab, was denke ich gerade und was mache ich gerade tatsächlich, da passiert ganz viel. Und was wichtig ist, um diesen Schritt der Selbsterkenntnis zu gehen in gewisser Weise, ist bei den Stoikern auch zu wissen, okay, also am Ende geht es darum ja auch um eine gewisse Wahrheit, ein gewisses richtiges Bild von dem zu bekommen, was gerade los ist. Also was ist die Wahrheit sozusagen? Vielleicht in gewisser Weise diese ganz pathetische Frage. Und dafür ist zu wissen, okay, wie kommen die Stoiker eigentlich dahin, Wahrheit zu entdecken? Also was muss passieren? Wie denken sie, dass das passiert? Und sie sagen halt, okay, Wissen passiert aus Erfahrung. Und die überwiegende Quelle sind halt Sinneseindrücke. So, das heißt, dieser Prozess, der passiert und den man sich dann auch selbst versuchen kann vorzustellen, ist, wir nehmen irgendwas Äußeres wahr und das produziert quasi einen Eindruck in diesem Zentralorgan oder der Seele, je nachdem, wie man das bezeichnen will. Und dieser Eindruck, dieses Ereignis vielmehr, ist in der Fachsprache dieses Fantasia. Und auf Basis dieses Eindrucks, der dann passiert, passiert auch schon was. Also es wird schon geurteilt. Dazu kommen wir auch gleich noch. Und aus diesem Urteil, aus dieser Hypolepsis, dem kann man dann zustimmen oder nicht zustimmen oder sagen, okay, ich weiß noch nicht genug. Ich habe noch kein genaues Bild von dem, was da draußen passiert. Ich enthalte mich erstmal diesem Eindruck. Aber es ist halt, ich glaube, es ist tatsächlich die Herausforderung, mit diesen Eindrücken ordentlich umzugehen und diese ordentlich neu oder überhaupt zu bewerten. Und ja, dafür ist es eben schon mal wichtig, über sich zu stehen, zu gucken, was passiert da gerade. Ja. Also es ist eine Form von Selbstbeobachtung, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ne? Dass man quasi so wie aus einem Turm auf seine eigenen psychischen Zustände schaut. Und neumodisch würde man, wie du auch schon gesagt hast, sagen, das ist sowas wie Mindfulness oder Achtsamkeit oder so gegenüber den eigenen Zuständen und guckt, welche Emotionen habe ich gerade, welche Urteile habe ich gerade. Ne? Und da ist ja total spannend, sich dann auch anzuschauen. Das eine ist ja das Self-Monitoring, das andere ist ja zu bewerten, welche sind dann verdammt nochmal auch dann die richtigen. Ne? Genau. Ja, das ist der logische nächste Schritt. Ich betrachte mich selber und entdecke da irgendwas, in dem Fall ein Werturteil. Und dann frage ich mich natürlich gleich automatisch, ja, stimmt es denn oder nicht, dieses Werturteil? Und Ralf hat das schön gesagt, also diese Werturteile, die treten ja, also ganz automatisch kommen die einem da in den Sinn, ohne dass man groß drüber nachdenkt, in den allermeisten Fällen, zum Beispiel wenn man am Bahnhof steht und der Zug kommt später, als man das gern hätte, dann ist es automatisch der Zug kommt schon wieder zu spät, verdammter Mist, also so ein Blödsinn und sowas. Und das ist sofort wieder ein schlechtes Werturteil, das man da dann drüber fällt. Und da kann man dann in dem Moment, wo man eben diese Prosoche, also diese Achtsamkeit hat, schon auch feststellen, jetzt, Moment, da war ein Werturteil, jetzt überprüfe ich doch mal, ob das wirklich schlecht ist. Und man kann natürlich alles negativ bewerten und so, aber Sinn würde es machen, nur die Dinge vielleicht negativ zu bewerten, die man selber irgendwie im Griff hat, und alles, was nicht an mir selbst liegt, das kann ich ziehen lassen. Da bürde ich mir nur selber irgendwie Leid auf, wenn ich das alles negativ bewerte, weil ich kann es ja sowieso nicht ändern. Und Ralf hat es auch schon gesagt, ich kann dem Ganzen dann zustimmen, diesem Werturteil, kann es ablehnen, wenn ich zu der Erkenntnis komme, das negative Werturteil ist jetzt in dem Fall, akzeptiere ich das nicht als negatives Werturteil, oder ich kann es schlicht und glattweg sagen, es ist, wie es ist. Da hatten wir ja auch schon die Geschichte in der vorigen Folge mit dem chinesischen Bauer und den Pferden, der das ja dann immer durchexerziert und eigentlich immer sagt, wenn die Dorfbewohner wieder kommen, einmal kommen sie mit einem negativen Urteil, dann wieder mit einem positiven Urteil. Und der hat jedes Mal gesagt, es ist so, wie es ist. Und gut, geht auch wieder ein bisschen in diese Richtung. Also die Prüfung dieser Werturteile ist eben auch ein zentraler Punkt der Weisheit. Ja. Und gibt da dafür viele Praxisbeispiele. Markus, ich glaube, du hast auch noch eins auf Lager.
Ja, genau. Also bei Epiktet findet sich das, es gibt natürlich viele, aber bei Epiktet in Unterredungen findet sich ein ganz bekanntes, und das ist der ängstliche Gitarraspieler. Ich weiß nicht, ob die Hörer oder ihr wisst, was eine Gitarre ist. Ich musste mir das auch noch mal einmal genauer anschauen. Das ist halt ganz interessant. Also es ist so ein Musikinstrument, was so zur Gattung der Leiern gehört. Und vielleicht kennt ja der ein oder andere so eine Lyra oder so, ne? Also so ähnlich sieht das aus. Man könnte vielleicht auch etwas vereinfachend sagen, es ist eine Mini-Harfe. Ja, ist natürlich jetzt unter musikwissenschaftlichen Gesichtspunkten eine absolute Katastrophe. Ja, also ich bitte von Zuschriften abzusehen, aber man kann das, glaube ich, in etwa so verstehen, und die Leute haben da eine Vorstellung, wie sowas irgendwie aussieht. Ne? Vielleicht gibt es da noch eine ganz tolle Anekdote, also unterbrecht mich und haltet mich fest, wenn ich da jetzt zu weit abschweife, aber dann kann, ich glaube, das ist hilfreich, sich das Mythologische, den Ursprung dieser Gitarre mal anzuschauen. Also in der griechischen Mythologie ist es tatsächlich so, dass die Gitarre immer Apollon zugeschrieben wird, also dem Gott der Weisheit. Und der hatte die ja auch irgendwo her. Und der hat die halt von Hermes bekommen. Und Hermes, ja, wie so martialische Götter so eben waren im antiken Griechenland, der wandelte so über die Erde und hat halt eine Schildkröte gesehen. Ja, und war halt ganz interessiert an dem Panzer, aber nicht an dem Rest. Und was er dann gemacht hat, ist halt die Schildkröte auseinandergerissen und diesen Panzer genommen. So, und was macht man, wenn man einfach nur so einen Panzer hat? Ja, und gegenüber von ihm, muss man auch dazu sagen, liefen gerade Rinder rum auf der Weide des Apollon, hatte halt die Rinder auch noch auseinandergenommen und die Sehnen dieser Rinder und auch die Gedärme dieser Rinder genommen und über diese Schildkröte gespannt. Und tada, fertig, so jedenfalls die Geschichte, ist die erste Kitarra. Jetzt fragt man sich, wie kriegt der Apollon eigentlich diese Kitarra? Naja, das waren halt ja seine Rinder, und der Hermes hat als Entschuldigung, dass er eben die Rinder niedergemetzelt hat, ihm die Kitarra geschenkt. Ne? Also das zeigt, glaube ich, zwei Dinge. Auf der einen Seite, griechische Mythologie ist voll von Metzeleien. Definitiv. Und der zweite Punkt, der das, glaube ich, auch zeigt, ist, wie so ungefähr so eine Kitarra ausgesehen hat. Ne? Also dass es so einen Hohlkörper gibt, über den dann Saiten gespannt sind. Ne? Also das erstmal zur Kitarra. Das ist ja eigentlich die eigentliche Geschichte. Die eigentliche Geschichte ist ja der ängstliche Gitarraspieler. Und der ängstliche Gitarraspieler ist jemand, der Angst hat vor dem Publikum, beziehungsweise vor dem Urteil des Publikums. Und man kann jetzt diesen Zweischritt, den ihr ja auch erklärt habt, am Beispiel dieses ängstlichen Gitarraspielers vormachen. Und das hat halt Epiktet auch getan, indem er sich gesagt hat, Schritt 1, Self-Monitoring, was würde der Gitarraspieler machen? Naja, der guckt sich halt an, oh, ich merke, ich habe gerade Angst. Genauer analysiert, hinter diesem Angst steckt ein Werturteil, nämlich, dass mir die Meinung der anderen Leute gegenüber von mir wichtig ist. Genauer gesagt, dass die mich irgendwie gut finden. Ne? Oder mit Blick auf Angst, ich habe Angst davor, dass die möglicherweise ein negatives Urteil über mich fällen, mich ausbuhen, ja, mich peinlich finden oder was auch immer. Ja? Das ist Schritt 1. Das habe ich jetzt erstmal erkannt, dass ich Angst habe als Gitarrespieler und hinter diesem Urteil ein bestimmtes Urteil steckt. Und frage ich mich in Schritt 2, den hast du ja gemacht, Tobi, ist das eigentlich eine angemessene Emotion, beziehungsweise ist dieses Urteil gerechtfertigt? Und da würde dann Epiktet sagen, gemäß der stoischen Lehre, die du ja eben auch schon vorgemacht hast, nee, das ist überhaupt nicht in meiner Kontrolle, zumindest nicht vollständig in meiner Kontrolle, was die anderen über mich denken. Also die Meinung anderer Leute ist einfach eine launische Diva. Natürlich kann ich mich versuchen, daran anzupassen, aber das wird halt nicht immer gelingen. Und entsprechend gehört das eben auf dieser Nicht-Kontrollseite. Was kann ich stattdessen kontrollieren? Naja, ich kann halt kontrollieren, dass ich entsprechend der Umstände und den Fähigkeiten, die ich habe, versuche gut möglich zu spielen und das aus den richtigen Motiven, zum Beispiel den anderen Leuten eine Freude machen oder so. Ne? Und das ist halt das, was dann der Epiktet eben auch vormacht. Wie das dann in der Praxis genau aussieht, ob das dann immer funktioniert und so, ist ja was anderes, aber so in etwa haben sich die Stoiker das mit der Weisheit vorgestellt. Also wenn man diese beiden Schritte beherrscht, auf der einen Seite Self-Monitoring, auf der anderen Seite eben auch noch zu differenzieren, was dann eine angemessene und richtiges Urteil in der Situation hat, dann bin ich halt weise. Und wenn man es jetzt in einem Satz nochmal zusammenfasst, ne, also wenn man jemandem das erklären muss, der uns sozusagen jetzt diesen langen Reden von uns und insbesondere mir zugehört hat, dann kann man vielleicht sagen, Weisheit ist eine Fähigkeit, und zwar die eigenen Werturteile zu erkennen und entsprechend der stoischen Lehre zu prüfen. Und gegebenenfalls, das ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt, dann auch zu revidieren, also andere an deren Stelle zu setzen. Und das betrifft auch zwei Aspekte. Einmal das Ziel, dass wir uns nur auf Dinge
konzentrieren, die wir kontrollieren können, ja, zum Beispiel unsere eigenen Absichten und Intentionen, aber auch, dass wir die richtigen Mittel wählen. Also du hattest ja das Beispiel, Tobi, mit dem Work Smart war das, glaube ich, genannt. Ne? Genau. Das heißt, man muss sich eben auch fragen, wenn ich jetzt das Ziel habe oder die Intention habe, andere zu belustigen und Freude an einem eigenen Spiel zu entwickeln oder dass sie sich darüber freuen, wenn ich spiele, dann muss ich auch gucken, was ist eigentlich das richtige Mittel. Wenn ich jetzt irgendwie versuche, sowas wie antiken Heavy Metal zu spielen, aber das Publikum eher auf Klassik eingestellt ist, dann wird das halt nicht funktionieren. Ne? Ist natürlich jetzt ein bisschen ausgeblümt und das ist vielleicht auch nicht das richtige oder das ganz angemessene Beispiel, aber man versteht halt, was mit dieser Zweckmittelrationalität oder der Prudentia gemeint ist. Ne? Ja, und das ist so, wenn man das kann, dann ist man weise. Und jetzt kommen wir ja noch zu dem Punkt, was das Ganze eigentlich begründet, warum wir eigentlich weise sein sollten. Man könnte sich auch einfach denken, nee, ich trainiere mich einfach nur auf alles. Ich bin jetzt gerecht, selbstbeherrscht und mutig und der Tobias und der Ralf, die sagen mir das. Ich muss das gar nicht einsehen oder so, sondern ich dressiere mich einfach darauf. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil das wieder auf diesen Aspekt spielt, den wir auch in der Folge, glaube ich, zur Selbstbeherrschung schon hatten, dass die Stoiker meinen, es gibt halt so ein Ergon des Menschen, also etwas, was für Menschen typisch ist, was Menschen haben, was Tiere nicht haben. Ja, und dann gehört eben nicht nur, dass Menschen Tiere sind, die mit anderen Tieren oder Menschen kooperieren, sondern dass sie auch einen rationalen Teil haben. Ne? Also, dass sie aus Gründen handeln können. Und das ist, glaube ich, in dem Punkt hier wirklich wichtig. Die Weisheit ist halt deshalb so entscheidend, weil es eine genuine Fähigkeit von Menschen ist. Und wenn wir diese genuine Fähigkeit, die nur Menschen haben, realisieren, dann realisieren wir unsere eigentümlichen Fähigkeiten. Ne? Und jetzt Stichwort Abbiegung Richtung living according to nature, also leben im Einklang der Natur, dann realisieren wir das, wofür wir eigentlich wirklich gemacht sind. Ne? Also das ist vielleicht nochmal so ein Hinweis auf die tiefere Begründung, warum Weisheit für die Stoiker eigentlich eine wichtige Tugend ist. Wir realisieren eigentlich unseren Platz. Wir tun halt unseren Job, der uns aufgebürdet wurde durch die Natur. Und deshalb kann auch jemand weise sein, der noch nie in seinem Leben ein Buch in der Hand hatte oder überhaupt vielleicht sogar gar nicht lesen kann. Das stimmt. Wenn der auch gemäß seiner Natur lebt und eben, wie du gerade schön ausgeführt hast, seinen Verstand gebraucht, ist mir immer nochmal wichtig, so diese Unterscheidung. Weisheit hat jetzt nichts mit Wissen zu tun. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Hinweis, dass der stoische Weise, das ist ja das Idealbild, wo wir nachher als Stoiker alle hinstreben sollten, kein omniscienter Typ ist. Also der Stoiker weiß nicht einfach alles, sondern der hat halt sein Überzeugungssystem in einen kohärenten Zusammenhang gebracht. Das heißt, er weiß nicht, also er ist nicht irgendwie Planetenforscher und zugleich irgendwie in der Mikrophysik oder so zu Hause, sondern er muss nicht alles wissen, sondern einfach nur, wie die Dinge irgendwie zusammenhängen. Ne? Das ist schön. Also er muss nicht alles wissen, kann aber mit allem klarkommen. So, genau. Vielleicht in der Richtung. Ja, das ist vielleicht auch ein guter Punkt. Genau. Ja, soweit halt zur Weisheit. Jetzt müssen wir noch gucken, was wir eigentlich in unseren Koffer packen. Was haben wir heute gelernt? Wie sieht es bei euch beiden aus? Ja, also Ralf, fang du doch an. Fange ich an, okay. Was mir auch persönlich dieser Aspekt mit diesem Posoké im Hier und Jetzt sein ist, ich finde es immer eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, das zu kultivieren, um eben auch gut in der Welt zu agieren. Also allein auf wenn du andauernd in Gedanken bist und dich einfach auch nicht auf das fokussierst, was gerade jetzt wichtig ist, was auch immer ansteht, so irgendwie abschweifst oder auch allein in den Konsequenzen lebst, wie dieser Gitarrespieler, der deswegen vergeigt, gewisserweise, weil er eben an die Konsequenzen denkt und nicht irgendwie in dem aufgeht, was er tut, wobei das knapp unstoisch ist, was ich gerade gesagt habe, mit dem Aufgehen im Tun, aber zumindest nicht im Hier und Jetzt ist, finde ich das schon eine spannende Fähigkeit, auch weiter zu kultivieren. Und vielleicht an der Stelle noch kurz den Einwurf, was ich eben noch nette Metapher zu diesem Prosoké, auch aus der Antike, ist, wir haben das verglichen, wie dass man beim Barfußgehen halt aufpasst, dass man sich irgendwie nicht das Bein bricht oder in Glasscherben tritt. Und genauso wichtig ist es auch eben den besten Teil seines Ichs, also dieses Hegemonikon, wie die Stoiker sagen, auch nicht
zu verletzen in gewisser Weise, das nochmal, die Bedeutung für diese Achtsamkeit zu entwickeln. Ja. Ja, das finde ich nochmal einen ganz interessanten Aspekt, den du am Anfang mit aufgebracht hast. Da hast du so in seinem Nebensatz gesagt, ja, der Stoiker, der kann ja nichts mit anfangen, wenn man so in seinen Tätigkeiten aufgeht. Ne? Wahrscheinlich hattest du so ein bisschen diese Idee der Flow-States, genau, ne? Im Blick. Und Flow-States sind ja irgendwie so darin definiert, dass man Zeit und Raum vergisst und so. Und ja, das ist wirklich, wirklich wichtig und interessant, dass Stoiker, glaube ich, mit sowas nicht so viel anfangen können. Zumindest dann, wenn Flow-States bedeuten, dass man selber keinen Zugriff mehr auf seine eigenen Motive hat. Ja. Ja. Also, dass man sozusagen im Flow einfach die Dinge macht und gar nicht registriert, dass man die Dinge macht und gar nicht prüft, ob die richtig oder falsch sind und so. Ne? Da würde halt der Stoiker sagen, ach, da fehlt halt die Weisheit. Ne? Ich finde es total spannend. Also ich sammle immer wieder Pro und Contra, was die Qualitäten, die beide eben ausmachen, wenn ich dieses eudaimonische Glück vergleiche mit Flow. Wo eine Zeit lang hätte ich es gleichgesetzt, aber es fehlt tatsächlich, wie du sagst, dieser Weisheitsaspekt da drin ist. Aber ja, es klingt beides nach einem voll aufgehen in dem, was ist. Von daher weiter. Das ist vielleicht ja auch nochmal ein besonderes Merkmal von Weisheit. Das habe ich mir ja tatsächlich noch gedacht, was ich mir in meinen Koffer packe, nämlich, dass Weisheit eben eine besondere Art der Tugend ist. Also natürlich haben wir vier Kardinaltugenden, aber es gibt halt manche Kardinaltugenden wie die Weisheit, die sind halt kardinaler als andere. Ja, ja. Und also was ich damit meine, ist, dass die Weisheit so eine Art Primus inter pares ist, ne? Erster untergleichen. Natürlich ist es eine Kardinaltugend, aber sie ist eben auch die Voraussetzung für die anderen Tugenden. Ne? Also die Stoiker meinen, glaube ich, und das ist zu Recht eine Zuschreibung, die man, glaube ich, zu den Stoikern machen kann, dass ich nur gerecht, selbstbeherrscht und mutig sein kann, wenn ich zuvor auch weise bin. Ne? Also ich muss tatsächlich eben auch wissen, was meine eigenen Motive sind und eigentlich eine Form von Selbstbeobachtung haben, bevor ich überhaupt das Motiv für Weisheit, für Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung und Mut ausbilden kann. Insofern ist halt, kann man vielleicht sagen, die Weisheit sowas wie eine formale Fähigkeit, die selber die Voraussetzung oder den Nährboden bildet. Ne? Also Stichwort Metaphern, die hast du eben ja schon genannt, die den Nährboden bildet für die anderen. Ja, also sehe ich genauso, dass die Weisheit da irgendwie eine gewisse Sonderstellung auch hat. Da wird ja auch immer wieder drüber diskutiert, aber ich sehe das auch so, dass Weisheit eigentlich bedeutet, ja, zu wissen, was in einem bestimmten Moment zu denken und zu tun ist und oder zu fühlen auch ist. Und dieser Satz lässt sich ja dann spezifizieren für die einzelnen anderen Tugenden. Also Mut heißt dann zu wissen, und was zu denken und zu tun ist im Falle von irgendeinem Schicksalsschlag oder sowas, und Gerechtigkeit zu wissen, was zu denken und zu tun ist im Umgang mit anderen Menschen. Also diese, was allgemein in der Weisheit irgendwie noch verpackt ist, ist dann in den anderen Tugenden spezieller gefasst. So könnte man das auch sehen. Also ja, die hat da schon so eine gewisse Sonderstellung. Ja, die besten Ideen kommen einem ja irgendwie zum Schluss. Ich wollte noch auf einen Aspekt, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, zu sprechen kommen. Und da hatte der Ralf nämlich irgendwas ganz Spannendes gesagt, fand ich, dass es eigentlich um den Prozess geht und nicht um die Konsequenzen. Und das ist ja, glaube ich, irgendwie ein Aspekt, den wir ganz häufig so im Mentaltraining auch betonen, gerade wenn es irgendwie um sportliche High Performance oder so geht, ne? Dass man keine Angst haben soll vor den Konsequenzen. Ich meine, im Stoizismus ist das, glaube ich, auch theoretisch dadurch gedeckt, ne, dass man sagt, es geht letztendlich nur um die Präsenz, also um das Jetzt und Hier, weil das die einzigen Dinge sind, oder die Dinge, die im Jetzt und Hier vorkommen, im Hikertnung, dass die einzigen sind, die ich kontrollieren kann. Also hier wieder die Anbindung zu Dingen, die ich kontrollieren kann. Und deshalb alle anderen Dinge, die außerhalb meiner präsentischen Sphäre sind, die kann ich halt nicht kontrollieren, und entsprechend sollte ich großen Wert darauf legen, im Hier und Jetzt und möglichst präsent in den Situationen und so zu sein. Also ist das eine faire Beschreibung? Würdet ihr das auch so sehen? Ja, komplett. Ja. Unterschreibe ich so. Perfekt. Der ein oder andere Hörer mag jetzt an der Stelle vielleicht schon sagen, ah, Moment, das habe ich doch beim Buddhismus schon mal gehört. Da können wir dann in der nächsten Folge noch drauf eingehen. Da habe ich mir auch noch was dazu gedacht, wenn wir dann beim Übungsteil sind, Übungen zur Weisheit, da bringe ich dann noch den Zusammenhang oder die Ähnlichkeiten mit dem Buddhismus auch nochmal ins Spiel. Und ich hätte gesagt, dann sind wir jetzt erstmal schlauer für heute, weiser vielleicht sogar. Definitiv. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit den praktischen Übungen zum Thema Weisheit. Wie schaffe ich es denn überhaupt dann, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, die Theorie, die da dahinter steckt, wie schaffe ich das im Alltag zu integrieren?
und darum ging es den Stoikern ja, wie lebe ich weise? In diesem Sinne. Genau. Soll es das für heute gewesen sein? Alles klar. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.